Guten Morgen! Seid ihr euch sicher, dass das Ziel, was ihr verfolgt, euer eigenes Ziel ist? Ihr solltet euch wirklich sicher sein, dass die Erfüllung eures Traumes, an dem ihr derzeit arbeitet, wirklich euer Traum ist und nicht der Traum eines anderen. Menschen sind, wie ich schon mehrfach gezeigt habe, beliebig form- und manipulierbar. Es ist nur eine Frage der geistigen Penetration, euch jeden beliebigen Traum einzureden und dass ihr diesen Traum als euren eigenen Traum begreift. Macht euch das bewusst. Schaut euch mal genau eure Ziele und Träume im Leben an und dann, wie ihr diesen Traum gebildet haben könntet. Das bedeutet, analysiert eure Kindheit, euren Freundeskreis, beim Aufwachsen, den Einfluss der Eltern, Studienkollegen und so weiter. Macht euch wirklich mal die Arbeit, eure Kindheit, eure Jugend und eure ersten Arbeitsjahre genau zu durchleuchten. Entdeckt die Einflussfaktoren, die alle in dieselbe Richtung gehen. Ganz typische Richtung wären Menschen, die positiv von Reichtum reden, ihm sogar verbal mit Erfolg verknüpfen oder andersherum. Wie der Kontakt mit Armut in dieser Zeit gewesen ist. War das vielleicht immer per se was Negatives, also wenig oder gar kein Geld zu haben? Hattest du überhaupt eine Chance, dieses Lebensgefühl neutral kennenzulernen, wertungsfrei, also kein Geld zu haben und trotzdem zufrieden zu sein, weil der Fokus eben auf anderen Dingen lag, wie Freunde, Spiritualität oder geistige Ideale? Hat dein Gehirn überhaupt die Möglichkeit gehabt, gewisse potenzielle Ziele und Träume ernsthaft in Betracht zu ziehen? Frage dich diese Fragen wirklich einmal ernsthaft. Ja, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit, reiß sie aus deinem Alltag heraus und denk darüber nach, wie du beeinflusst worden bist, wo tatsächlich deine Träume und Wünsche herkommen. Sie sind bei sehr vielen Menschen einfach nur fremd generiert, entweder speziell durch Freunde und Familie oder eben auch gesellschaftlich. Aber die Gesellschaft, die möchte nicht das Optimum für dich, sondern die Gesellschaft lebt davon, dass eine hauseigene Dynamik bestehen bleibt. Wenn jemand reich ist und keiner ihn dafür bewundert, dass er reich ist und dass er sich eine goldene Uhr gekauft hat oder ein tolles Auto leisten kann, dann verliert dieser Traum, Erfolg und Reichtum schnell seinen Reiz, weil es eben nicht die Menschen gibt, die das gut finden. Ne? Wenn die Menschen klar denken würden, gäbe es die Menschen nicht, weil dieser Wunsch, eine tolle goldene Uhr zu haben, überhaupt keine Substanz hat. Genau dasselbe mit den ganzen Erfolgscoaches im Internet. Wenn ihr wirklich euren eigenen Träumen hinterhergeht und nicht gesellschaftlich von außen generierten Träumen nachjagt, dann sind diese Coaches arbeitslos, verdienen kein Geld und generieren auch keine Klicks mehr. Sehr viele Menschen sind darauf angewiesen, dass ihr eure Träume so anpasst, dass ein Kreislauf entsteht, wo jeder den anderen zurück in diese Dynamik reinzieht, wo Leute gepusht werden, dass sie es doch schaffen können. Träume und Ziele werden häufig überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern es geht nur darum, diese Träume zu erreichen. Aber dass diese Träume an sich schon, ich würde sagen, nicht falsch sind, aber dass sie unter einem falschen Vorwand in dir existieren, das wird überhaupt nicht betrachtet. Weil sie auch, es werden in diesem Gesamtsystem auch, sie sind eine Gefahr für dieses Gesamtsystem und entsprechend wird auch immer interveniert und wird keine große Beachtung geschenkt, weil es ist immer einfacher in so einem System, in so einem Kreislauf drin zu bleiben, als auszubrechen. Also wenn ihr in so einem Kreislauf seid, das ist der Großteil von euch, dann müsst ihr verstehen, dass dieser Erfolg, den ihr anstrebt, selbst wenn ihr den Erfolg erreicht, nicht euer Erfolg ist. Und daher nicht wirklich Befriedigung in euch hinterlässt, sondern ihr habt einfach nur das Gefühl, einen Haken zu machen. Und dann kommt ihr dann zum nächsten Ziel. Oft innerhalb dieses Erfolgskreislaufes, eines generellen Erfolgskreislaufes. Und rennt dem wieder hinterher, macht dann wieder einen Haken. Aber das ist nicht die Befriedigung. Wenn ihr Erfolgsziele von anderen übernehmt, dann seid ihr keine Erfolgsmenschen. Wenn ihr irgendwelchen Erfolg schafft, wo andere sagen, das ist ein Erfolg und die euch den Gedanken reingepflanzt haben, dann seid ihr wirklich keine Erfolgsmenschen. Wie ihr euch dann gerne darstellen würdet. Ihr seid nur Erfolgsbegleiter, da ihr den Erfolg anderer begleitet, indem ihr in dessen Dynamik eintaucht und das System für ihn am Laufen hält. Das kann im großen Stil passieren, zum Beispiel einfach das Ziel reich zu werden. Das ist eine umfassende Dynamik, die über die ganze Welt geht und eben solange der Unterbau der vielen Erfolgsbegleiter existiert, wird sich der Erfolg des Geldmaximierens für den anderen auf einer gewissen Ebene auch befriedigt anfühlen oder auch im Kleinen. Das
wie derzeit so viele Online-Business-Modelle irgendwo einsteigt und dort ja euch den Erfolg abholen wollt, indem ihr andere kopiert, also die andere Einstellung kopiert, die jetzt erfolgreich für euch erscheinen und die aber tatsächlich ihren Traum leben und ihr lebt dann quasi deren Traum und ja und versucht auf Grundlage deren zum Beispiel Geschäftsidee ja erfolgreich zu werden. Aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, denn die Leute, die das erstmalig gemacht haben, die dann ihren Traum leben, die haben da wirklich Gehirnschmalz, Engagement und Idealismus in die Waagschale hineingeworfen und ja, nicht nur einfach ein Konzept stumpf übernommen, um erfolgreich zu sein. Meistens ist es so, dass nicht das Geld im Vordergrund gewesen ist, sondern also das, was dann oftmals dann bei so einer Erfolgsgeschichte rauskommt und jetzt sind sie unabhängig, ne, das ist Geld, sondern dass die Idee war im Vordergrund, ein Wunsch, ein Traum und das Geld war quasi nur nebenbei dann gekommen, aber das erkennt man dann nicht. Das ist auch ein wunderbares Instrument innerhalb der Analyse, ob man seine Tätigkeit, die seinen Traum darstellt, deshalb tut, weil die Tätigkeit das ist, was man tut, oder ob man sich gefragt hat, wie kann ich Geld verdienen, weil das unbewusst den eigentlichen Traum darstellt, also das Geld verdienen. Und ja, dann eben irgendein Konzept von anderen Menschen übernimmt. Geht tief in euch und stellt euch kritisch euren Einflussfaktoren eurer Geschichte. Schreibt jede Person auf, die einen Einfluss auf euch gehabt hat und notiert deren Träume und deren Einstellungen und das macht also alles ein großes Stück Papier und dann vergleicht, ob es Gemeinsamkeiten zwischen diesen ganzen euch beeinflussenden Personen gibt und verabschiedet euch von dem Gedanken, ihr seid der totale Fels in der Brandung, von dem alles abfällt und der nicht beeinflussbar ist. Das ist arrogant und es schadet ja auch nicht, einfach mal anzunehmen, dass ihr beeinflussbar seid, kritisch zu sein, ein bisschen demütig. Oder habt ihr Angst vor der Erkenntnis, dass alles in eurem Leben, dass euer gesamtes Leben nur auf den Wünschen und Träumen anderer Menschen fußt? Dann habt ihr in der Mehrzahl der Fälle auch meiner Meinung nach recht. Aber ihr müsst euch trotzdem dieser Angst stellen. Denn genau das ist die Realität. Ihr habt wahrscheinlich noch nie wirklich mit einem freien Willen neutral darüber nachdenken können, was eure Träume eigentlich wirklich sind. Einfach mal losgelöst von eurer Umgebung, verschiedene Möglichkeiten wertungsfrei durchdenken zu können. Und ja, das ist auch sehr schwer, weil man eben nicht immer eindeutig herleiten kann, woher eigene Überzeugungen gekommen sind. Aber ganz ehrlich, reizt es trotz der verständlich existierenden Angst, dass man sein Leben als ein Leben der anderen identifiziert, reizt es nicht wirklich einmal, sich selbst zu finden? Das zu finden, was einen wirklich, wirklich erfüllt, was seine Träume sind. Das Leben zu finden, was einen mit purem Glück beim Aufstehen, über den Tag und beim Schlafengehen erfüllt. Einfach in die Welt hinaus zu grinsen und zu wissen, dass das, was man tut, das ist, was man wirklich selber tun will. Das ist Erfolg und das solltet ihr wirklich mal in Erwägung ziehen, diese Analyse eurer Träume wirklich mal durchzuführen und ehrlich dann auch gegenüber den Erkenntnissen zu sein, die daraus folgen werden. Das war mein Anliegen heute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, euer Christian, tschüss.